mein Name ist Masih Ramanzadeh. Wir befinden uns im Gelenkzentrum Berlin am Kudamm 170 und ich bin der Leiter des Gelenkzentrum Berlin. Das Spektrum des Gelenkzentrums Berlin beinhaltet den Hüft- und Kniegelenkersatz und die Korrektur von Vorfußdeformitäten sowie Hallux Valgus und Hallux Rigidus und Hammerzehen. Was ist der Unterschied zwischen Hallux Valgus und Hallux Rigidus? Der Hallux Valgus ist die sichtbare Fehlstellung des ersten Mittelfußknochens bzw. des großen Zehs, der sich dann abneigt in Richtung des zweiten Zehs. Mit dem Hervortreten des Kopfes des Mittelfußknochens an der Fußinnenseite. Das heißt, der Mittelfußknochen, das sei jetzt meine Faust, der Kopf des Mittelfußknochens, der Schaft ist hier mein Unterarm. Und die Basis des großen Zehs neigt sich dann immer weiter mehr in Richtung des zweiten Zehs ab. Das heißt, wir haben hier eine sichtbare Veränderung, die man auch im Volksmund als Ballenzeh bezeichnet. Der Hallux Rigidus ist eher die Arthrose, das heißt der Gelenkverschleiß des Großzehengrundgelenkes, wo der Knorpel zwischen dem Kopf des Mittelfußknochens und der Basis des großen Zehs dünner wird, sodass es dann zu Kraftübertragungen kommt, die dazu führen, dass das Gelenk immer größer wird, das heißt verplumpt, weil es zu knöchernen Anbauten kommt, die dann behindern den großen Zeh im Abrollvorgang und dann kommt es zu schmerzhaften Druck. Situation am Ballen bzw. am Mittelfußknochen bzw. es kommt dann zu einer Überdrucksituation im Gelenk, sodass die Patienten eingeschränkt sind beim Abrollvorgang im Großzehengrundgelenk. Stimmt es, dass Frauen häufiger vom Hallux Valgus und Männer vom Hallux Rigidus betroffen sind? Das ist richtig. Das heißt, es ist sowohl statistisch erwiesen in der Literatur, aber natürlich auch in meinem Krankengut ist es so, dass bei den ca. 800 Operationen, die ich im Jahr durchführe, die Mehrheit der Hallux Valgus-Patienten, die überwiegende Mehrheit, ich würde sagen 90% weiblich sind und die Mehrheit bei Hallux Rigidus-Patienten männlich sind. Das ist schon richtig. Der Hallux Valgus ist ja eine genetisch zugrunde liegende Deformität des Vorfußes, die sowohl bei Frauen als auch bei Männern zugrunde liegt. Nur ist es so, dass natürlich das weibliche Schuhwerk bedingt, dass der Mittelfußknochenkopf, der dann in bestimmten weiblichen Schuhen mehr belastet wird, mehr Druck belastet wird, dann auch schmerzhaft wird, sodass die Patientinnen, dass die sozusagen weiblich betroffenen Hallux Valgus-Patienten eher zum Arzt gehen, um es behandeln oder operieren zu lassen. Männer tragen bekanntermaßen natürlich kein weibliches Schuhwerk, sodass also sie, auch wenn sie eine Fehlstellung haben, eine Deformität haben, die genetisch natürlich veranlagt ist, niemals in die Situation kommen oder nur selten in die Situation kommen, dass es zu einer Überdrucksituation kommt am Ballen, sodass die Patienten schmerzhaft sich zum Arzt begeben müssen. Der Grund, warum Männer mehr betroffen sind beim Hallux Rigidus, liegt meines Erachtens darin, dass Männer in der Tendenz in den vergangenen Jahrzehnten sicherlich sportlich vielleicht mehr bei Beschleunigungssportarten aktiv waren als Frauen. Auch das ändert sich ja im Laufe der Zeit. Wir haben jetzt exzellente Fußballspielerinnen, die dann vielleicht auch ein Anstoßtrauma des Großzehengrundgelenkes erleiden, immer mehr. Aber letztendlich ist es so, dass schon der Fußballsport und ähnliche Sportarten eben Beschleunigungstraumata am Großzehengrundgelenk dazu führen, dass der Knorpel auch im Laufe der Jugend, Kindheit, Jugend und dann der Adoleszenz frühe Traumata erleidet, die dann später sich bemerkbar machen im Zuge des Älterwerdens als Arthrose. Das heißt, es ist ein Resultat einer jugendlichen Verletzung, die dann im Laufe der Zeit sich als Arthrose, also Hallux Rigidus, bemerkbar macht. Und daher sind Männer, die eben per se mehr in diesen Sportarten aktiv gewesen sind in den letzten Jahrzehnten, mehr betroffen vom Hallux Rigidus. Wie behandeln Sie Hallux Valgus und Hallux Rigidus? Was zeichnet Sie aus? Ich habe vor 17 Jahren erstmals das erste Modell dieser Platte entwickelt, die ich jetzt heute immer noch einsetze, aber im Laufe der Zeit immer mehr angepasst habe an die sozusagen Notwendigkeiten der Operation.
Diese Platte hat eine asymmetrische Form, die bedingt, dass vor allem beim Hallux Valgus der Mittelfußknochen nicht wieder in die alte Position rutschen kann, wenn der Patient nicht inadäquat früh belastet, das heißt, wenn er nicht zu früh springt, hüpft oder joggt. Das ist das Einzige, was man in den ersten 3 Monaten vermeiden sollte. Ansonsten ist es so, der Patient kann sofort voll mobilisiert werden durch die Stabilität dieser Platte, zusätzlich natürlich auch durch die spezielle Sägetechnik, die ich im Zuge dessen entwickelt habe, am Knochen, sodass sowohl die knöcherne Stabilität einerseits und die Unterstützung durch die Platte mit den Schrauben andererseits bedingt, dass die Patienten, auch wenn sie beidseits operiert sind, sofort voll belasten können, sofort voll auf die Füße kommen und außer Springen, Hüpfen und Joggen im Prinzip alles machen, was der Alltag ihnen abverlangt. Die Platte besteht aus Titan. Titan ist das Metall, was inert ist. Das bedeutet, es ist so wie Gold, dass der Körper nicht darauf reagiert. Nichtsdestotrotz ist es so, dass bei bestimmten Fußformen bzw. bei bestimmten Weichteilpolsterungen über dem Mittelfußknochen vielleicht die Platte im Laufe der Zeit etwas deutlicher tastbar werden kann, sodass sie nach einem Jahr per se entfernt wird. Es gibt aber auch Patienten, die die Platte nicht spüren, sodass die Platte auch drin belassen werden kann, eben aufgrund dessen, dass sie aus Titan ist und im Prinzip wie bei Kieferimplantaten für die Ewigkeit gedacht ist. Sind Sie Befürworter oder Gegner des umstrittenen Oberflächenersatzes? Ich bin Befürworter des Oberflächenersatzes. In dem richtigen Fall, bei der richtigen Indikation, für den richtigen Patienten, absolut. Weil meine Erfahrung, die ich seit 15 Jahren gesammelt habe, im Zuge der Anwendung des Oberflächenersatzes, mir nur bestätigt, dass es eine sehr, sehr segensreiche Operation ist für die Patienten, die eben gut ausgewählt für diese Operation in Frage kommen. Die Methode ist einfach nur deshalb umstritten, dadurch, dass in der Anfangsphase mehrere Hersteller diesen Oberflächenersatz produziert haben und das Originalimplantat aber teilweise nicht adäquat imitiert haben, sodass zwischen dem Pfannenimplantat und dem Kopfimplantat bei den Herstellern, die die Prothesen hergestellt haben, die dann am Ende gescheitert sind, wo es einen zu hohen Metallabrieb gab, ist dazu aus dem Grund zu einem erhöhten Metallabrieb kam, dadurch, dass zwischen Kopf und Pfanne nicht genügend Spiel war, sodass der Flüssigkeitsfilm, der sich naturgegebenermaßen in jedem Gelenk bildet, vor allem im Hüftgelenk, durch einen Pumpeffekt bildet sich eine fettige Flüssigkeitsschicht zwischen dem Kopf des Hüftgelenkes und der Pfanne des Hüftgelenkes, dass dieser Flüssigkeitsfilm einriss. Wenn dieser Flüssigkeitsfilm einreißt, kommt es zu Metall-Metall-Überbelastung, die dann diese Ionen freisetzen, die dann zu diesen Komplikationen geführt haben. Diese Implantate befinden sich nicht mehr auf dem Markt. Die Implantate, das sind 3, die noch auf dem Markt befindlich sind, sind allesamt Implantate, wo wir keine signifikant erhöhten Probleme haben, die angelastet worden sind, den alten Implantaten, die vom Markt genommen worden sind. Das heißt, wenn ich ein Auto herstelle einer bestimmten Marke und wenn dieses Auto versagt, dann werden nicht alle anderen Autos verteufelt und vom Markt genommen. Und genau das ist sozusagen die Geschichte hinter dem Oberflächenersatz, dass er heutzutage so kritisch betrachtet wird. Aber die Gruppe von Operateuren, die seriös natürlich ihre Patienten auch berät und behandelt, würde natürlich niemals Patienten etwas empfehlen, was ihrer Erfahrung nach nicht geeignet wäre, um ihr Problem zu lösen. Und die Gruppe, die kleinere Gruppe von Oberflächenersatzchirurgen weltweit, hat engen Austausch miteinander. Wenn irgendwo eine Problematik entstehen würde, würden unsere Alarmglocken angehen und wir würden uns austauschen und adäquat reagieren. Das ist bisher noch nicht zum Glück notwendig gewesen. Was muss ich beachten, wenn ich ein künstliches Hüftgelenk habe? Welche Sportarten sind tabu? Ich kann sagen, dass in meinem Patientengut sowohl beim Oberflächenersatz als auch beim konventionellen Hüftgelenkersatz die Patienten nach der Phase der Einheilung der ersten 3-4 Monate im Prinzip für alle Sportarten wieder einsetzbar sind oder einsatzfähig sind, die sie auch vorher ohne künstliche Hüfte mit normalem Hüftgelenk vollziehen konnten. Das heißt, es gibt im Prinzip keine Restriktionen, keine Einschränkungen. Ich würde natürlich nicht unbedingt anraten, Kampfsportarten durchzuführen, wo unkontrollierte Bewegungen häufiger vorkommen. Aber auch, und hier muss ich sagen, habe ich einige Patienten, vor allem mit Oberflächenersatz, männliche Patienten, die wieder Fußball spielen, wo ja auch sozusagen eine eventuelle Kollision mit einem Gegner stattfinden kann, die problemlos wieder Fußball spielen. Und es gibt natürlich auch Judoka in meinem Patientengut, die auch das nicht lassen konnten. Das heißt, im Prinzip gibt es keine Grenzen, aber die Empfehlung ist einfach, das Gelenk nicht zu gefährden. Das heißt, man muss nicht unbedingt den Teufel herausfordern. Wann kommt ein Kniegelenkersatz für mich in Frage?
Der Kniegelenkersatz kommt dann in Frage, wenn durch die Arthrose des Kniegelenkes die Schmerzen und die Bewegungseinschränkungen so groß und so fortgeschritten sind, dass die Mobilität des Patienten so gemindert ist und dass die Lebensqualität des Patienten in der Art und Weise gemindert ist, dass er sozusagen keinen anderen Ausweg mehr findet, als das Gelenk ersetzen zu lassen. Wie lange dauert die Operation für ein künstliches Kniegelenk und wie lange muss ich anschließend im Krankenhaus bleiben? Die Kniegelenkersatzoperation dauert circa 1,5 Stunden, variiert natürlich je nach Schweregrad der Veränderung und nach sozusagen Beschaffenheit auch des Patienten, wie elastisch die Weichteile sind, wie stark die Veränderungen des Knochens sind. Aber im Prinzip ist es ungefähr so, dass die Operation 1,5 Stunden währt. Die Patienten sind nach der Operation allerdings auch voll mobilisierbar. Sie können das Kniegelenk sofort voll belasten, sodass sie entweder am Tag der OP oder am nächsten Tag so auf die Beine gestellt werden, dass sie sich sozusagen auch selbst ins Bad bewegen können und auch schon die ersten Gehversuche auf dem Gang machen und nach 3 Tagen dann auch die ersten Treppensteigversuche machen. Was spricht nach Ihrer Einschätzung gegen minimalinvasive Eingriffe? Ich finde, die Definition des Minimalinvasiven ist sozusagen nicht ganz klar und sie sollte sich sozusagen auf keinen Fall auf den Hautschnitt beschränken, wie es aber in der Wahrnehmung der Patienten leider Gottes oftmals vorkommt. Das heißt, die Patienten denken, je kleiner der Hautschnitt, umso weniger ist auch die Malträtierung der Weichteile in der Tiefe. Oft ist es umgekehrt. Das heißt, wenn man versucht, über einen kleinen Hautschnitt zum Beispiel eine Hüftgelenkspfanne darzustellen oder den Hüftschaft zu präparieren, dann ist es oftmals so, dass man dann in den Weichteilen durch die Hebel, die man setzt, durch die Haken, die man setzt, viel mehr Trauma erzeugt, als wenn man einen größeren Schnitt macht und dann bequem alles darstellen kann. Insofern ist meines Erachtens oftmals der Ehrgeiz des Operateurs, dem Wunsch des Patienten, nach einem kleinen Hautschnitt gerecht zu werden, so groß, dass die Weichteile und die Übersicht in der Operation darunter leiden und dann auch die Positionierung der Implantate nicht ideal vollzogen werden kann. Das heißt, es ist eine Erschwernis ohne wahrhaftigen Grund, ohne wahrhaftigen zwingenden Grund. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Patienten nach derartigen sogenannten minimalinvasiven Operationen signifikant schneller belastbar sind. Beim Oberflächenersatz führe ich einen maximal invasiven Zugang durch, über den hinteren Zugang, wo Muskeln abgesetzt und wieder herangesetzt werden. Und die Patienten, das kann ich sozusagen auch in Videostudien beweisen, die ich durchführe, auch über Instagram zeige, dass die Patienten auch binnen der ersten 2, 3 Tage ohne Gehstützen sofort voll mobilisierbar sind. Und es gibt keinen Zugang, der sozusagen als minimalinvasiver Zugang sozusagen das übertreffen kann, dass ein Patient nach einer Oberflächenersatzprothese binnen 2 bis 3 Tagen in seinem Zimmer und auf dem Gang des Krankenhauses ohne Gehstützen sich fortbewegen kann. Insofern halte ich sowohl das Weichteiltrauma, was vermindert sein soll, für nicht immer reproduzierbar. Vor allem ist es so, dass viele, viele dieser Operateure eine Lernkurve haben müssen. Und diese Lernkurve beinhaltet 100, 200, 300 Operationen. Und ich möchte nicht Patient sein in dieser Lernkurve. Insofern behalte ich es bei mit dem normalen Zugang, den ich durchführe, mit der normalen Implantierbarkeit, mit der idealen Übersicht und mit der idealen Positionierung der Implantate. Ich hoffe, ich konnte Ihnen alles so weit nahebringen und dass es auch verständlich gewesen ist. Sollten noch Fragen aufkommen, sollte noch die eine oder andere Sache unklar sein, können Sie mich natürlich jederzeit auch hier im Zentrum West-Berlins am Kurfürstendamm 170 im Gelenkzentrum Berlin aufsuchen.